Mir günstig. fehlt noch was. Ah, warte mal. Bleib mal. Wir brauchen nur Focal Chili. Das kenne ich halt nicht. Kevin kennt Focal Chili. Ah, der hat das die ganze Zeit gemacht, ne? Und das können wir auch easy herstellen. Soll ich Okay. mich um Kibbel kümmern? Ja, kannst du machen, aber ich weiß halt nicht, ob das cool ist, wenn wir so ein Vieh haben. Also das Ding ist halt, warum nicht nutzen, wenn wir es haben, aber dann ist das Erkunden halt wirklich so ein bisschen. Ich will es halt wirklich nicht nutzen zur Erkundung. Glaube Ich ich dir schon. will es halt einfach nur haben. Dein Piece of Candy. Ich denke schon, dass das in Ordnung ist, wenn wir alle das dann machen. Das müssen wir halt zusammen machen, das ist der Deal. Ja. Und er steht jetzt schon in der Basis mit dem Kibbel in der Hand, oder? Nein. Jetzt Der gleich erst. hat mir gerade einen Otter angeguckt. Also ich würde jetzt alles in die Wege leiten Dankeschön. zu Kibbel. Oh, ich habe einen Otter getreten. Kannst du mir Das dann geht auch ein nicht. paar Betäubungspfeile machen, Pito? Normale Ich hab nicht. Betäubungspfeile. Ja, ich müsste mir noch eine andere sparen, aber ja. Kann ich. Braucht Ja, man kurz viel zum Eisen für eine Spoilern. Armbrust? Bitte wirklich nicht verraten, weil wir spielen das das erste Mal und wir wollen das halt für uns einfach erkunden. Ich Oh meine, manche nein! Leute mögen das halt gerne, dass man da halt so ein bisschen Tipps gibt und so weiter. Wir versuchen genau das Gegenteil zu machen, dass wir komplett neu reingehen und es ist ein bisschen schwierig manchmal, weil ich meine, das steht ja nicht irgendwie hier irgendwo oder so oder wir sagen ja nicht, wenn jemand neu reinkommt, ey, nix sagen oder so. Deswegen fein so. Oder Leudos. Ja, ich habe alles Ja. nicht böse gemeint. Da wird einmal auf die Finger gehauen und dann passt Genau, es. richtig. Man darf halt noch nicht sauer sein, wenn ganz schnell der Kommentar gelöscht wird und vielleicht noch so ein paar Hassbeleidigungen von der Seite kommen. Aber das ist üblich bei uns. Deswegen nichts verraten. Lasst uns dumm sterben. Bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir sterben dumm, das stimmt. Wir sterben dumm und wir sterben oft, also passt. Ja, wir spielen zum ersten Mal. Also, es ist das erste Mal auf dieser Map. Wir haben angefangen mit Nice, The ich hasse. Island. Das haben wir lange gespielt, tatsächlich, aber auch nicht alles entdeckt. Also, Stimmt, ja, die Bosse haben wir nicht wir gemacht. haben nie die Boss, wir haben einmal kurz einen Boss versucht Und zu die machen Höhlen und sind auch innerhalb von, nicht. kein Scherz, 55 Sekunden lebte ich. Mit meinen besten Dinos. Das waren zwei Wahrscheinlich Raptoren. ein bisschen weniger, oder? Das Wir war waren schon sofort, echt wenig. nee, es waren 55 Sekunden. Und dann bin ich gestorben. Und wir waren Ja, die so will gut ich. Will die auch ausgerüstet wie haben. noch nie und sind sofort draufgegangen. Und haben wir gesagt, okay, never mind, das ist ein Scheißegal, wir machen das nicht mehr. Next. Das war so Dann für frustrierend. nächste Und wir Map. haben extra, Pete hatte sich mega vorbereitet, wir hatten extra so ein Dino, der gut gegen Käfer ist. Dann weiß ich auch gar nicht mehr, den Rest auf Elefanten jeden Fall. hatte der Stimmt, Mammut. ich hatte das Mammut, ne, das Mammut, und ich habe getrommelt wie eine Eins, damit alle den Kampfbuff haben. Wir haben 55 Sekunden überlebt. Dann haben wir gesagt, nee, ihr könnt mich mal. Das Ding hatte was für ein Level 200? Ich glaube tatsächlich gar nicht so hoch. Die Spinnen da drin hatten halt extrem hohes Level. Stimmt, ja, da waren so ganz viele kleine Spinnen. Wir haben es nie gereilt, wie zur Hölle das passiert ist. Es war einfach übel. Ja, war wirklich übel. Und dann haben wir halt gesagt, gut, wir lernen aus dem Scheiß, wir machen die erstmal nicht. Weil ich habe keine Ahnung, wie man da länger überleben sollte, weil das war die beste Rüstung, die ich hatte da. Also kein Scherz. Ging nicht besser. Ja. Doch, warte, dann haben wir relativ kurz, also ich glaube nur anderthalb Monate, haben wir dann. Holz, Wie heißt die Feuerholz. Map, die letzte? War das Ragnarok. Ragnarok? Genau. Ragnarok. Haben wir gespielt, da haben wir auch gar nicht viel entdeckt. Da wollen wir auch nochmal zurück. Aber wir haben halt jetzt einen Map-Wechsel gemacht, um ein bisschen Neues zu sehen und so. Da hatten wir eine Burg entdeckt, haben da auch mal kurz reingeguckt, mit Achtung, unseren besten Raptoren. Jeder von uns hatte so zwei, drei oder so. Wir hatten Frösche. Und da kam auf einmal Level, ungelogen, Level 200er Fledermäuse raus und die haben uns einfach gegessen. So nom nom tot war der Shit, ne? Also mit diesem Nom Kack. nom tot Ja, wir war der hatten ja auch Shit. dieses Kack, die Tollwut und so weiter. Ey, das war echt nur zum Weinen. Ich habe übrigens alle, wirklich alle Wots auf dem Zockerkanal auf YouTube. Also wenn du gerne den ganzen Shit reinziehen willst, das wirklich viel Zeit beansprucht, viel Spaß. Gott, das war Horror. Was haben wir da noch entdeckt, was uns so gemurkst hatte? Deuteranus war auch noch furchtbar. Giga, ich hasse Giga. Weltuntergang. Und Einhorn hatten wir. Und so Greifen. Kannst du aber dabei auch noch runterladen, ne? Das Einhorn. Ist halt echt, Aber das würde ich gerne vermeiden, weil Greifen sind so stark.
Das Das ist halt echt schwierig. Einhorn. Achso, ja. Das möchte ich nicht, dass das stirbt. Das bleibt für immer Das eingefroren. bleibt für immer eingefroren. Oder vielleicht, ich weiß ja nicht mal, welches Geschlecht das hatte. Deswegen, ich glaube männlich. Das heißt, wenn wir ein weibliches Einhorn haben, können wir für Ich glaube, bei jeden denen ein läuft alles über Einhorn. das Horn. Marco. Mach das Einhorn nicht kaputt, bitte. Es Ja, gibt Einhörner noch. wir hatten das Einhorn auf The Island und auf Ragnarok, ne? Ja, auf Island ist es ja ertrunken. Ja, da haben wir Ja, gut aufs ja. Saufen gepasst. Das ließ sich nicht so zähmen. Wir wussten damals nicht, wie selten das Ding ist. Auf Ragnarok sind die nicht so selten. Ach Ich glaube, so, Freya hatte irgendwann mal gesagt, dass die Dinger echt selten sind und so. oh. Gommel auch. Ja. Gommel ist unser Archäologe, der hat so Ahnung. Der Arme leidet doch immer, weil er darf nicht spoilern und er sitzt immer daneben, wenn wir die bescheuertsten Fragen fragen. Dann hört ihr immer schluchzen. Wenn wir sagen, ey, lass mal in diese Höhle gehen. Okay. Ist so, oder? Ich lass mal einfach so alle meine Sachen hier, by the way. Ja, Geht mal das ist vor. mir auch aufgefallen. Wenn er mit Lederrüstung kommt, dann frage ich mich immer, wieso? Doppelbockel. Warum? Das stimmt was nicht. Also ich war jetzt mit Ausverkauf unterwegs, ne? Okay, mit etwas Glück, drückt mir die Daumen. Habe ich jetzt gleich, endlich, finally. Da fehlt mir natürlich das Öl. Laternen? Wollen wir die Never Laternen nicht? mind. Nein. Hä, habe ich das nicht hier? Ach so, oh. Okay. 80. Immerhin. Ja, es scheitert am Öl. Are you kidding me? Really? Das Einzige, was noch brauchst. Ja, Mann. Vielleicht bin ich krass genug, wenn ich jetzt gleich mit dem Kanu. Ja, ich mach das jetzt. Ich mache jetzt gefährlichen Shit. Ich mache jetzt richtig gefährlichen Shit. I Was don't will sie? care. Ich ziehe mir jetzt die Taucherausrüstung an, mit der es ja vorhin so gut geklappt hat mit den Egeln. Und hacke Öl unter Wasser. Brauche Hilfe. Kann jemand fahren? Losfahren. Marco, komm mal online. Ja, Dutsch, Junge. dutsch. Dann Komm hör auf mit aufs mal. Klo. Dutsch, dutsch. Okay. Bevor ich mir dann auf Angst in die Hose scheiß. Keine Sorge. Dutsch, dutsch. Wirst du dich gar nicht mehr dran erinnern, denn ich habe dutsch, dutsch, deinen Kopf ein bisschen angehauen, ne? Bist du so verwirrt, da ist das alles egal. Passt schon. So, ich habe die Mauer bald fertig. Ruth Mutter hat 320k Leben. What the fuck? Ja, gut. Brutmutter war doch Ah, das Ding, nein. was wir versucht haben, ne? Ja. Ja, das erklärt's. Wären wir mit 30 Raptoren reingegangen, hätten wir es dann geschafft. Oder was ich auch geil gefunden hätte, 30 Delos. Und alle spucken. Pup, 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 alle im Geschütztürmodus um uns herum. Das wäre auch geil gewesen. Oh je. Oder mein Favorit, 30 Dodos. Oh je. Frage mich immer noch, warum ich hier alles aus Stein baue, ey. Ich einfach aus allem vom Holz. Ja, Kirk, es gibt das letzte Einhorn. Aber hier ist nicht nur das letzte Einhorn, da gibt es ganz viele. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, ich frage mich immer noch, warum ich hier alles aus Stein baue. Naja, weil Und nicht du einfach unbedingt aus eine dem. Burg wolltest und nicht wusstest, wie schwierig das. Oh, du patzig. Schwierig ist, ja, Patzig. ja. Love's in Ja. the air. Vor allem eigentlich müsste ich da an jeder Seite noch so einen Turm hochziehen, damit es wie Speichert. eine Burg aussieht. Oh mein Gott, ich mache jetzt richtig Love. Lalalala, love. Sweet. Esse ich mal. Aber das Gute ist, da kann noch was kommen, was wolle. Meine Mauern sind safe. Okay, das ist nice. Dann kannst du ja anfangen, deine Raptörchen zu dings, ne? Ja. Die werden jetzt auch. Ich habe zwar keinen. Ja, doch, das ist dann noch ein A. Niemals, was? Lederrüstung gibt es einen plausiblen Grund.
dass wenn beim Start nicht ganz groß im Bildschirm stehen würde, nur 20 Zentidinos erlaubt. Das hätte nicht gereicht, schade. Ja, das ist dieser Stammbildschirm. Ja, und, oh ja, was ganz witzig war, wir hatten jetzt auf dem letzten, auf der letzten Map, da waren wir echt nicht lange, anderthalb Monate oder so, hatten wir dieses Truthahn-Event und dann waren am Strand so ganz kleine Gobbles. Dann dachte ich mir, ach, hauen wir mal kaputt, so dutsch, ne, mit der Faust. Und wir hatten nicht gesehen, welches Level das die hatten. Und ja, meine Raptor-Armee ist da leider ein bisschen draufgegangen. Das war auch ein bisschen kann, kann ich die da liegen lassen? Ja, ja. Die dürften, die von der Temperatur müssen die eigentlich schon... Wenn da nicht zu kalt steht, dann auf jeden Fall. Ja, aber das ändert sich nicht random. Doch. Also klar, in der Nacht, ja. Tagsüber müsste das eigentlich alles fein sein. Ja, außer es regnet, ja. Dann wird es kälter. Das stimmt, ja. Aber hier regnet es ja nicht. Es hat vorhin geregnet mal wieder. Ich weiß es. Ja. Aber ich hab die Speedo gemeint. Achso, ja. Das ist so cool. Wie genau produzieren die eigentlich Öl? Also passiert das auch random, wenn da keine neue Kacke im Inventar ist? Oder müssen die Kacke schleppen dafür? Ups. Die Kacke-Käfer. Wisst ihr das zufällig? Ich brauche die Kacke, oder? Wie bitte? Wahrscheinlich braucht man die Kacke. Leder, Holz, hallo? Das Nebenprodukt. Hä, wo ist denn schon wieder das Kackehäufchen hin? Ja, das wüsste ich gern, ob es ein Nebenprodukt ist oder ob die einfach den Dünger irgendwann umwandeln. Upsala. So. Aber ganz aber ehrlich. Leder ist hier echt ein bisschen mau zu sammeln. Ich kann mir halt auch was Besseres vorstellen, als die Kacke jedes Mal einzusammeln hier. Ist so. Man, ich kriege hier auf allen Vieren. Ich kann ja mal ein Klo bauen. Gab's da nicht auch sowas? Ja, aber da gehen ja die Tiere nicht drauf. Ja, aber. So, Marco, vergiss es. Du baust jetzt ganz sicher nicht hier ein Kack-Klo in meine Basis. Da kannst du dir deinen Thron woanders aber bauen. Just do it, Marco. Just do it. Aber mach mal so. Ich kenne da so einen wunderschönen See mit Wasserfall. Da hast du eine Aussicht. Das ist bei Rick und Morty. Mach mal, Marco. Auf ein großes Gehege. Mit vielen Dinos. Ja, ja. Trau ihr nicht, Marco, die wird dich gerade loswerden. Ich adoptiere Menschen. Hier ist einiges an verrottetem Fleisch in deinem Kühlschrank. Ja, mit Absicht. Das muss da drin bleiben. Also richtig viel. Das, ja, ich weiß, 300. Ich sammle die Sachen für Narkosemittel. Das ist mit Absicht da drin. Ja, okay. Was denn? Und ja, es muss im Kühlschrank sein, dass es nicht verdirbt. Warum machst du da nicht das Narkosemittel daraus? Ja, weil ich Bären einsammeln muss und zu faul war. Sammel du doch mal tausende von Bären. Viel Spaß. Ich fahr gerne. Habt ihr gesagt, warum? Wo hat es denn hier in der Nähe großes Eisen zu haben? Direkt vor deiner Haustür. Auf dem Boden ist. Ist okay. Ja, aber das ist doch Stein, oder? Nee, die dunklen Dinger sind Eisen. Nicht, was ich mit dem. Also danke für den Follow! Oh, trink was schon wieder. Das baue ich aber bitte? Dann auch mit der Spitzhacke ab, oder? Oder mit der Axt? Was denn? Mit der Spitzhacke natürlich. Das Metall, ja. In Minecraft, ja. Ja, es ist ja auch natürlich, dass ich Stein besser bekomme, wenn ich Stein abbaue. Hm. Moin. Hallo. Schatz, wir machen noch eine Wasseraktion. Hast du Bock? Ja. Geil. Ha? Ein bisschen Wasser rutschen? Ja. Cool. Warte, diesmal bin ich aber ganz leer. Ich nehme gar nichts mit. So. Hallo. Nur Steak. Steak und meine Taucherausrüstung. Ich will nämlich Öl hacken gehen. Wir brauchen auch ganz viel. Ah. Also wieder alles gelassen? Wir oder? Haben. Ja. Wir haben 264 Öl haben wir. Nice. Wir leider nicht. Ich komme schon dich retten. Eine Sekunde. Schon wieder an der gleichen Stelle. Ich komme. On my way. Über diese Anfänger. Ich werde die gessen. Ja, ich komme. Ich komme schon.
Also immer muss man das Schaf hier retten, ne? Bist du nicht Feuerwehrmann oder so? Muss man nicht als Feuerwehrmann andere Leute retten? Ich hab nur noch ein Problem, ich bin gleich tot. Ich komme ja schon! Ich bin da, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Da, wo ich letztes Mal auch gestorben bin, hallo! Da oben, oder wie? Ja! Oh mein Gott, ich komme! Ach, Tim! Ja, okay. Ja, aber du liegst einfach nur hier auf dem Boden, da ist da nix. Ja, ich bin... Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ich bin noch neben dir. Hä? Wieso bist du denn jetzt hier gestorben? Hier ist kein Gegner. Da ist ein... Ich schwör's, bei mir ist kein Gegner. Ist kein Scherz. Nein, ich schwör's. Du liegst ohne Gegner liegst du hier bei mir rum. Da ist kein einziger Gegner. Das ist strange. Echt, da haut keiner auf dich. Ich schwör's, da ist nix. Da, bei mir war dann Ding. Ein Skorpion. Tim erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Nein, ernsthaft, hier ist der nicht. Also der muss ja irgendwo sein. Nicht, dass der halt unter der Erde ist oder so, weißt du? Nein, bei mir war er direkt halt da. Okay. Bei mir hat er auf mir eingestellt. Du warst aber auch nicht bei mir. Also ich bin neben deiner Leiche. Und genau da war ich aber auch. Das ist bei deiner Base. Ja, also ich bin da, wo deine Leiche ist. Also ich schwör's. Da ist weder ein Gegner. Du lagst einfach auf dem Boden. Ja, das war komisch, du warst nicht bei mir, aber das Ding hat mich weiter zugeschlagen. Verstehe ich nicht. Okay. Es wird geschrieben, manche brauchen keinen Gegner, um zu sterben, Tim. Nett. Mal wurden die Kühlschränke von dem Drachen damals angegriffen? Das ist gut möglich. Die sind fast kaputt. Echt? Die haben nur 72 von 1000 Leben. Oh. Könntest du die bitte reparieren, Marco? Da brauchst du Polymer, Elektronik. Ja, krass. Kristalle. Polymer, ernsthaft? Ja. 7 Stück viel? Pro... Dann nimm dir die. Ja. 14 raus, ist ja nicht so, dass ich gerade eine Mob zu dir habe. Und 56 Medaillen waren pro Ding. Mach das. Ist das Skorpion noch da? Die Wand ist aber relativ... Habt ihr euch die Explorer Notes eigentlich angesehen? Beziehungsweise die Dino-Dosis? Manchmal. Meistens. Die Drachen hatten wir nicht. Alle gefunden. Den Drachen hatten wir noch nicht. Nee, ich glaube, die sind auch nicht auf der Erde. Das Skorpion ist immer noch... Ich schwör's. Ich bin neben deiner Leiche, hier ist keiner. Beschreib mal, wo du bist. Du bist nicht neben meiner Leiche. Ich bin neben deiner Leiche, da stimmt ich halt was. Ich bin auch neben meiner Leiche. Also ich sehe den... So doppelt gestorben. Hier, ich schwör's, hier ist nicht deine Leiche bei mir. Die ist woanders. Ich helf dir. Du bist nicht bei mir hier, das, ich schwör's. Ich bin da oben. Ja, ich glaub dir, aber ich bin da oben bei mir. Okay. Ja gut, bei mir bist du, komm mal mit. Hier gestorben und hier ist deine Leiche bei mir. Genau hier liegt sie. Genau hier, vor meiner Schnude. Tim, ist tot. Komisch. Warte, ich kann hier einfach mal deinen Körper ziehen. Ja, aber da ist das. Körper ziehen. Warte mal. Dingsbums ist hier drauf. Körper ziehen. Ich kann dich nicht ziehen, Tim. Wahrscheinlich, weil ich da nicht bin. Also, weil ich da. Weil ich. Das buggt halt wahrscheinlich. Oh! Ja. Ja, jetzt ist deine Leiche verschwunden. Ja, weil ich sie jetzt kaputt gemacht habe. Das ist einfach weird. Das ist einfach weird. Hey, ich hab schon wieder Kampfmusik. Ja, ich kill grad den Skorpion mit meinem Holzboden. Mit deinem Holzboden? Okay. Ja, hat funktioniert. Ein guter Holzboden. Qualität. Das ist der Plan. Holz. Der Plan ist, Bock auf ein Boot zu gehen, ich brauche nämlich Öl. Da würde ich nämlich jetzt, Wie kann ich denn unterstützen dabei? Brauche ich wahrscheinlich mehrere, also ich habe Marco auch schon gefragt. Wir müssen aufs Floß. Aha. Und am besten habt ihr auch eine Armbrust dabei, falls es wieder so ein Unglück gibt. Und wir machen uns richtig nackig, also ich ziehe mich jetzt auch aus hier und mache mein Equipment in meine Kiste. Richtig weit weg. Ja. Brauche noch Pfeile, mach ich mal schnell welche. Ja, bediene ich. Die ist Rüstung dann rein, mache ich dann eine Lederrüstung oder so, ne? Ja.
Wir müssen dann vielleicht auch irgendwann den Tötungssack zu machen, den Alpha-Raptor bei uns töten. Den Alpha-Raptor, ja. Irgendwann. Wo ist der? Ich kann gerade machen mit dem Rex noch oder so, aber. Ich hab halt Angst, dass der Rex nicht reicht, Marco, weißt du? Ich will nicht, dass der stirbt, der ist so ein Cutie-Boy. Was ist, wenn Pilo uns hilft? Ja, wir haben doch unsere Raptoren, die können wir doch nehmen. Also Raptoren und Rex sollte reichen, aber nur Rex stelle ich mir ein bisschen. Achso. Hallo? Ja, weil halt. Ja, keine Steine. Dann könnte man in Sicherheit hier auch Zeug farmen. Steine sind alle draufgegangen. Ich meine, solange halt ein neuer Alpha-Raptor spawnt. Aber bis dahin. Auch keine Fasern mehr. Ich hatte gerade welche rausgenommen aus der Bank. Ich habe kein Fernglas mehr, keine Ahnung. Nur 44. Fernglas habe ich auch weggepackt. Ferngläser gibt es ganz viele hier vor der Nase. Also hier draußen in dem Ding. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ein Fernglas rausholen. Wo? Hier draußen gibt es genau einen Schrank. Bei mir in der Basis im Garten. Ah. Ja, gut. Und ihr seht gerade. Ja, in Öl, warum auch immer. Peu à peu. Okay, ich habe die Taucherausrüstung und eine Spitzhacke. Bin bereit. Fleisch könnte ich auch noch mal mitnehmen. Ja. Ach, Strom fehlt mir, scheiße. Man braucht ja keine Steine für die Pfeile oder so. Was rede ich von? Feuerstein braucht man. Ja, ja. Und das Stroh sollten wir noch drin haben. Ja, aber ich hack gerade noch was. Dann. Okay. Okay, bin ich bereit. Züchte mal deine Dinos, Tim, damit das mit dem Skorpion nicht mehr passiert. Ja, aber das mit dem Skorpion passiert mir ja trotzdem. Also. Ja, aber dein. Du wirst nicht so oft angegriffen. Du kannst halt deine Viecher tanken lassen. Ja. Du bist im Kreis und dann läuft das. Die machen echt viel. Also, die machen wirklich viel. Ja, ich bin ja gerade dabei, also. Okay. Okay. Habe Singleplayer gespielt, mein Charakter, und ich kenne Ton auf Fragen gerückt, wenn ich einmal gebissen werde, bin Island ich halt schon dauernd von denen. Island Terminals, dann aber schon echt krass schnell. Oh, Game Crash, oh nein. Deine Resistenz mal hoch machen. Oh, ja, ich habe die nicht hoch, nur auf 10. Das tut mir leid, Bei uns haben wir auch einen Mitspieler, der hat alle seine Dinos hochgeladen und die sind auch weg. Aber ich meine, das kriegt man ja wieder. Traue ich das auch Resistenzen da helfen. Du bist halt schnell mal gehittet. Kirk, du bist anscheinend nicht der Einzige, der das Problem hatte mit den Dinos. Kirk? Okay, ist gerade weg. Achso. Nein, ich bin auch da. Ja, also es scheint anscheinend öfter mal vorzukommen. Also don't worry. Hey, heavy. Ja, Alter, da unten sind eine Menge Skorpione. Nice. Ich bin bereit. Okay, ich pack noch eben die Eier in den Kühlschrank. Bin auch richtig bereit. Nice. Wird auch 80 Pfeile oder so rein. Mal Wasser? Nee, ne? Ich lass alles hier. Ich nehme eine Axt mit. Ich habe auch eine Axt und das Taucherdingsbums dabei. Eine Axt, eine Armbrust, Fleisch. Achso, nee, ich habe, Entschuldigung, Spitzhacke habe ich dabei. Ah, okay. Und warte, hier ist noch ein großer Kakapupu-Haufen. Nein, ich will nicht reiten. Was farmt ihr? Öl, Wasser. Weißt du noch, was wir letztens probiert haben? Ja. Lustige Sache. Weiß ich noch so gut. Huch. Was haben wir jetzt nochmal vor? Viel Spaß. Solche Fehler kommen leider hin und wieder vor im Spiel, ja. Es ist traurig, aber. Ich weiß nicht. Ich meine, das ist übelst ärgerlich, aber ich kann dir nur raten, ärgerlich nicht. Aber es geht nicht. Also, ich wäre zerstört. Also, es ist wirklich hart. Ich meine, ich habe mein Tabera. Ich bin voll der Tabera-Fan. Tabera, beste. Ich liebe Tabis, ne? Tabis, Mapis sind die besten. Und ich habe auch einen hochgeladen. Und ich hatte so Angst, dass der weg. Oh, wenn der weg wäre. Der ist voll der Cutie Boy. Voll der Cutie Boy. Blaue. Was für Blatt hieß der? Blattmond? Nein. Ich habe den Namen vergessen von dem Tapir. Das gibt's nicht.
Ach, ja. Klar, aber bloody hell oder so. Ich glaube, das meine dollen Handschuhe mal hier. Ich habe es eh zu sehr gesuchtet. Ach, schade. Das finde ich schade. Wenn es dir Spaß macht, spiel's auch weiter. Don't worry. Okay, ich bin bereit. Ich bin nackt. Nackt, aber gestärkt. Hm. Mit einer Hacke. Fleisch müsst ihr auch noch mitnehmen, ne? Nicht vergessen. Aber für uns, ne? Nicht für Sam oder sonst was. Nee, nee, nee. Sam kann mich mal. Ich, ist nur eine Ölsache. Ich hab nur wieder Angst vor diesen krassen Egeln. Also das war ja mal ekelhaft, diese Aale mal. Die sind auch im Wasser umgeben, dann nehme ich das Glas mal nicht mit. Zählen lasse ich auch hier. Boah, ich hab übelst die Muckis. Guck mal meinen Trizeps an. Sweet Alter. Jesus. Dankeschön. Das kommt von den Übungen. Was muss ich für Übungen machen, dass ich Trizeps bekomme? Die mache ich immer. Trizepsübungen? Ja, mache ich immer. Aber anstelle von Hanteln hebe ich dann immer den T-Rex so hoch. Kein Problem. Ah ja, weil die Hanteln sind so einfach abgehört. Ja, come on, in dem Dino-Spiel. Ja. Danke für den Follow. Ah. Ja. Bei den Ruinen draußen. Ja, genau, beim Teleport-Ruin-Dings der Bumster. Tag. Moin. Ich hab das Kanu vergessen. Aber brauchen wir gar nicht. Kanu oder Floß? Floß. Besser ein Floß, ne? Mhm. Ja. Ich find's ja witzig, wie schnell du rennst, Marco. Man sieht sich auch wieder sehen. Vor allem, du rennst schneller, als ich gucken kann. Und dein armes Vieh fliegt einfach hinterher. Das weiß gar nicht, wie es ihm geschieht, ne? Ja. Ja, Usain Bolt. Okay. Wir machen jetzt so eine richtig krasse Ölaktion. Wir schaffen das, oder? Nice. Todesaktion. Mhm. Kann ja kein noch ein bisschen Stick und Garn essen hier. Köstlich. Beste Essen, ey. So. Ach, wir sind ja direkt hier beim Fluss. Das da. Betten. Okay. Moment, ich gehe einmal hier. Hi. Sieht das unterwegs machen? Ja. Ach, man kann sich nicht aufs Boot legen. Nicht? Nee. Aber spawn. Ja, ja. Man... Guck dir mal meine kleinen Füßchen an. Waddle, 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 waddle. Ich habe ein Problem. Ihr Bäuche? Sind ja unangenehm? Ja, aber ich kann mich hinlegen. Vielleicht? Ich komme nicht aus dem Menü raus. Aus dem Bettmenü komme ich nicht. Dann benenn das mal um oder so. Also mache ich eine. Ich kann. Könnt ihr mich hier runterschieben oder. Ja, ich, du. Nee. Ich kann halt nicht mehr auf. Ah, jetzt. Ah, ich musste nur ganz oft Escape drücken. Aha. Okay. Okay. Super. Okay, los geht's. Viel Glück. Ey, das wird sowas von in die Hose gehen. Und erstmal die Arme hochkrempeln. So, ich bin bereit. Ja, ja. Bin hart bereit. Das wir kann haben ja was werden. Gucken, Das geht schief. Bitte ein Ölvorkommen ohne Egelchen. Ja, fahren wir nicht dahin. Aber auch nicht Marco zu tief. So wieder mit seinem Krokodil. Doch, Marco, du kannst dir nicht immer dein Krokodil über deinen Penis stulpen. Das geht einfach nicht. What? Ist so, guck mal, wo der den hingestulpt hat. Guck es dir an. Er stülpt sein Kroko über den Penis. Vielleicht sieht Markus ja so aus. Oh mein Gott, nein. Ich mach keine Hose. Oh nein. Der kann auch schnappen. Jeder Mensch ist anders geboren. Oh mein Gott. Kannst du da wenigstens deinen Hosenstall schließen oder wo guckt der da gesagt, raus? Nackt kommen, also komm Marco, deine Pferde reißen aus. Deine Kühe reiten aus dem Fokus. Stall. Ich geh tauchen. Ach, jetzt schon. Oh, ich wollte gerade noch was essen. Okay, da ist nix, sagst du? Keine Ahnung. Kann jemand runtergucken und mir Bescheid sagen? Ich bräuchte nochmal Fleisch von euch. Wo soll das sein? Ich seh's nicht. Yes, ah, ja, ich hab
Hat mal jemand die Augen oben offen und sagt mir Bescheid, wenn eine richtige Scheiße ankommt? Ja, sind höchstens Piranhas oder sowas. Aber Piranhas sind fein. Haie sind uncool. Ich sehe ein paar Zitterale in der Ferne, aber... Oh, da unten ist ganz viel, aber ich weiß nicht. Zitterale in der Ferne. Okay, ich tauche da jetzt runter. Drück mir die da. Die Richtung. Okay, das ist ein Hai. Hinter mir? Ist hinter mir was? Ist jetzt beim Boot. Okay, mach dich mal lecker und überrasch den. Hier ist noch nichts, hier bin ich noch fein. Mach dich mal lecker, Marc. Ah, ich hab richtig Angst. Wo ist, ich hab richtig Angst. Zeig dir mal mein rohes Fleisch. Ja. In den Rexen musst du gucken. So Angst gerade. Keiner hat gerade so Angst wie ich. Einiges drin sein. Vor allem in den Grünen, glaube ich. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Seid ihr denn eigentlich hingefahren? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Stopp hinter mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Help, help, help. Man kann den Bogen unter Wasser nicht benutzen. Scheiße, geht das nur mit der Armbrust? Ja. Nur mit der Armbrust. Oh mein Gott, ich komme. Ich habe leider keine Armbrust dabei. Schneller. Das sind aber zwei Haie tatsächlich. Zwei? Ja. Oh mein Gott, und ich hab's überlebt. Du musst jetzt noch raus kommen, ne? Oh, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Fahren und dann loslassen. Nein, ich komm nicht raus, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ah, danke schön, der hat mich rausgekickt. Nice. Dann mach ich mal jetzt direkt Öl reinmachen, dass das schon mal gesaved ist. Ja, da sind gleich wieder zwei Vorkommen vor uns. Okay, ich bin bereit. War ja jetzt kein Problem, Mann. Huh! Das sind aber auch Zitterale. Nee, vergiss es, weiter. Keine Zitterale. Alles nur nicht alle. Alle sind kakapupu kaka. Doof. Sie sind nicht direkt am Dingens, aber ja. Nee, vergiss es, weiter. Nee, vergiss es, weiter. Mhm. Wir haben Trauma von den Dingern. Nicht nur du. Wer noch? Oh, hier ist was. Da ist ja nicht bald ein Bitch-Spider am nee. Schiff. Guck mal, Kevin, die sind da stärker. Ins Wasser. Ich bin gerade reingesprungen. Kevin zittert schon vor Angst. Okay. Das Ding kannst du aus nicht dem Quasi holen, das ist direkt hinter uns. Hinter? Direkt unter uns jetzt. 5 Meter runter. Träumchen. Ja, aber guck, dass du direkt wieder reinkommst. Kommt da was? Ich weiß nicht wo. Ah, hier. Nein. Ja. Easy going. Nächste. Ja, läuft doch gut, würde ich sagen. Ja. Träumchen. Und ihr Pew Pew die gleich weg. Marco. I'm sorry. Halt nicht. Oh, ich kann nicht, Mann. Das funktioniert nicht. Man kann auch Öl am Festland abbauen. Haben wir noch nicht gefunden, wo. Nicht verraten. Wir wissen, dass es Ölplattformen also gibt. Ja. Wir wissen, dass es so Ölsteine gibt. Genau. Und sowas. Wir hatten auf der Island das gefunden. Ölquellen gibt. Ölquellen?